Die Aktienmärkte, die sind im Sommerloch und die einzig spannende Frage derzeit scheint zu sein, schafft der Leitindex S&P 500 jetzt endlich sein Allzeithoch? Dieses Allzeithoch, das war bei 3.393 Punkten intraday, auf Schlusskursbasis war es 3.386, sind wir unmittelbar davor. Die US-Indizes heute wenig bewegt, mit Ausnahme des Nasdaq, der wieder deutlicher zulegen kann. Die anderen Indizes, Dow Jones, S&P praktisch um die Nullerlinie. Der DAX nach 4 Handelstagen heute etwas schwächer, also nach 4 Gewinne Handelstagen heute mal wieder ein bisschen schwächer. Schauen wir uns mal an, was heute so alles der Fall ist. Wir sehen jetzt insgesamt, dass sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Durchschnittsaktie in den USA seit dem Corona-Crash-Tief im März verdoppelt hat. Da sind wir jetzt bei 22, das ist ein Allzeithoch, gab es so noch nie, also anhand einer florierenden Wirtschaft ist das natürlich hervorragend erklärbar und wir sehen, dass die Asset Manager all in sind, was ihre Positionierung betrifft, die sind so bearish, dass sie absolut long sind. Sie erinnern sich vielleicht an diese Schlagzeile von der Bank of America. Ich bin so bearish, dass ich bullish bin. Das ist so ein geflügeltes Wort geworden. Und wir sehen hier die Asset Manager, die Vermögensverwalter jedenfalls, die sind eher bullish. So ein bisschen symptomatisch ist das, was bei Tesla passiert, respektive mit der Tesla-Aktie. Die ist jetzt seit Bekanntgabe des Aktiensplits, man will ja jetzt 5 Aktien praktisch aus einer 5 Aktien machen, seitdem ist die Tesla-Aktie um 18% gestiegen und ist jetzt nahezu so viel wert wie Toyota und Volkswagen zusammen, also die eigentlich nach Absatz stärksten Autobauer der Welt. Tesla bringt jetzt über 3,5 Milliarden an Marktkapitalisierung auf die Waage und schauen wir uns mal an, wie das fundiert ist. Hier haben wir zum Beispiel den Marktanteil der verschiedenen Elektrohersteller, Elektroautohersteller in Deutschland. Da sehen wir Volkswagen mit 38%, klarer Marktführer, dann folgt Renault 16%, Hyundai immerhin noch 12% und Tesla bei 9%. Also da ist man noch ein gutes Stück weit entfernt und man hat vor allem Marktanteile verloren. Vor einiger Zeit waren das noch 18%, also die Marktanteile von Tesla sind rückläufig. Wenn wir uns mal die Verkäufe anschauen, dann sehen wir seit Jahresbeginn Tesla mit sage und schreibe 5.300 Autos in Deutschland. Der Volkswagen bringt da 23.400 auf die Waage. Daimler hat inzwischen so viele Elektroautos verkauft wie Tesla. Renault folgte dann 9.900. Also alle liegen deutlich drüber. Das ist vielleicht so ein kleiner Fingerzeig. Ich weiß nicht, ob Deutschland besonders repräsentativ ist. Aber es ist doch so, dass der Anteil von Elektrofahrzeugen hierzulande steigt. Und wenn Tesla so die ganz heiße Geschichte wäre, dann könnte man erwarten, dass angesichts einer solchen Marktkapitalisierung doch der Marktanteil größer wird. Das wird er aber nicht. Die Marktkapitalisierung von Tesla pro verkauften Auto liegt bei 400.000 Euro. Bei Apple sind es 2.000 Euro pro iPhone und 200 Dollar pro Erdenbürger. Also man könnte sagen, Apple macht mit jedem Erdenbürger 200 Dollar und Tesla mit jedem verkauften Fahrzeug 400.000 Dollar, auch wenn man teilweise sogar mit Verluste produziert. Ansonsten natürlich das Sommertheater in Washington, nach wie vor der Fall. Es sieht so aus, als würde es da keine Einigung geben, bisher die Aktienmärkte unbeeindruckt. Das wird sich bis Ende September hinziehen. Viele sind jetzt schon wieder nach Hause gefahren aus Washington. Viele Abgeordnete sind abgereist aus Washington. Man wirft sich gegenseitig vor, ja, ihr blockiert das, ihr verhindert das. Die Demokraten haben gesagt, okay, wir könnten ein Billionchen runtergehen von 3,5 Billionen. Die Republikaner sagen, ja, also das ist viel zu viel, wir wollen maximal 1 Billion. Und Mitch McConnell, der hier links im Bild ist, der hat heute ein schönes Bild gebracht und hat gesagt, ja, das, was die Demokraten vorschlagen, das ist so wie Spaghetti gegen die Wand schmeißen und hoffen, dass möglichst viele hängen bleiben, was aber erfahrungsgemäß eher nicht der Fall ist. Also es ist ein wirkliches Theater. Erstaunlich, wie gesagt, dass die Aktienmärkte darauf nicht reagieren. Wenn dieser Stimulus kommt und irgendwas wird wahrscheinlich kommen, die Verschuldung der USA geht auf jeden Fall deutlich nach oben. Hier sehen wir mal einen Chart von Jesse Felder, der verglichen hat den Dollarindex, also den Kurs des Dollars gegenüber einem Währungskorb, mit der Verschuldung zum BIP der USA. Und normalerweise, wenn die stark steigt, dann fällt eben auch der Dollarindex. Das könnte ein schlechtes Omen sein
für den Greenback. Aber das Witzige, das Skurrile ist eigentlich, dass die Amerikaner zwar Billionen an Dollars drucken, aber zu wenige Münzen haben, sodass Steve Mnuchin, der Finanzminister, heute dazu aufrufen musste, Leute, bitte zahlt mit Münzen oder zahlt die Münzen bei der Bank ein, weil wir haben zu wenige. Naja, wenn man Billionen druckt, wer braucht da schon Münzen? Also das ist natürlich, die USA gehen vielleicht pleite, weil sie zu wenig Münzen haben. Das wäre natürlich ein denkbares Szenario. Aber es gab heute sehr, sehr gute Nachrichten natürlich von der Konjunkturfront. Wir hatten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das erste Mal seit April, soweit ich das richtig sehe, unter der Marke von 1 Million. Auch die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge, etwas niedriger als erwartet mit über 15 Millionen. Immer noch eine stattliche Zahl. Der Stimulus muss also her, das wird dann doch ein Zitterspiel, so langsam, wenn der nicht kommt. Jetzt hat man ja diese Exekutivorder von Donald Trump, die wird aber, oder das Geld aus diesen Fonds, die man da angreift, das wird nur bis Anfang September reichen. Ansonsten streitet man um die amerikanische Post. Die Demokraten sagen ja, ihr wollt die Post in den USA kaputt machen, weil Donald Trump ja eben nicht will, dass Briefwahl möglich sein wird, weil er sagt, da wird manipuliert. Also es ist wirklich ein Theater. Und dieses Theater wird noch unterfüttert durch die Lobbyarbeit der großen amerikanischen Tech-Konzerne, die nämlich jetzt vorstellig wurden in Washington und gesagt haben, also das mit WeChat, was ihr da vorhabt, den Bann von WeChat, das wäre problemische, denn WeChat ist in China die App schlechthin. 1,2 Milliarden Chinesen haben diese App, mit der sie bezahlen, mit der sie Twitter-Nachrichten schreiben, nicht Twitter-Nachrichten, aber Chat-Nachrichten schreiben. Das ist praktisch ein Facebook, eine Apple und viele andere Tech-Konzerne, Amazon in einem, muss man sagen. Dementsprechend würde dann der Anreiz, ich hatte heute darüber ein Video gemacht, das Sie in dem YouTube-Kanal von finanzmarktwelt.de finden, wonach das eben durchaus für Apple ein Problem ist, denn kein Chinese wird ein iPhone kaufen oder nur die allerwenigsten, wenn da WeChat nicht mehr drauf sein darf, weil Donald Trump hier gesagt hatte, das muss leider weg. Wir sehen heute wieder eine Erholung beim Goldpreis und das hängt damit zusammen, dass die realen Renditen, also die Renditen für Staatsanleihen, die zuletzt ja, glaube ich, 5 Handelstage in Folge gestiegen waren, so ein bisschen runterkommen, die realen Renditen fallen also und das ist dann wiederum gut für Gold, dass sich erholen kann. Und was Sie hier sehen, das ist Herr Masalek von Wirecard. Die Aktie von Wirecard fliegt ja jetzt aus dem DAX und jetzt wird offiziell Masalek gesucht. Der hat eine ganz, ganz grobe Ähnlichkeit mit mir, finde ich. Ich werde mir jetzt auch ein Bart wachsen lassen, damit mich die Münchner Staatsanwaltschaft in Ruhe lässt. Aber schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren, und wir starten mit dem Nasdaq. Wir sehen, da ist diese Aufwärtsbewegung intakt, 11.254. Wir sind knapp unter diesen Niveaus, die wir hier schon mal in der letzten Woche erreicht hatten. Aber eben S&P 500 wenig bewegt heute. 3.385, also da waren wir gestern schon mal ein bisschen drüber bei knapp 3.090. Der DAX heute ein bisschen schwächer, handelt um und bei der 13.000er Marke relativ uninspiriert. Wir sehen, dass der Euro-Dollar sich jetzt wieder ein bisschen zurückziehen muss bei 1.1820 und wir sehen den Gold-Price erholt, wie gesagt, weil die realen Renditen, so muss es heißen, nach unten gehen, 1.949. Das soll es erstmal gewesen sein, der Bericht aus dem Sommerloch. Morgen gibt es einen Videoausblick, aber morgen Abend kein Marktgeflüster. Seien Sie darüber informiert, ebenso wie dass die Charts von Capital.com waren, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.